Willkommen zurück hier bei Levelmeister. Ich bin der Robin, das ist Titan Soul und wir legen sofort los, indem wir den Wald erkunden. Und ich muss zugeben, ich habe geschummelt. Ich habe nämlich jetzt mal gegoogelt, wie wir den Weg hier zum nächsten Boss finden. Und es ist unintuitiv simpel. Wir sind nämlich jetzt erst rechts gegangen und dann soll man links gehen. Und dann geht's hier weiter. Zu meiner Verteidigung, einfach so lange probieren, bis man den richtigen Weg hat, ohne irgendwelche Hinweise. Ist eine blöde Spielmechanik, also habt das nicht anders verdient, als ich in die Lösung geguckt habe. Tja, das habt ihr davon, Entwickler. So. Oh boy. Oh boy. Also hier habe ich tatsächlich auch nicht reingeguckt, sondern ich habe wirklich nur den Weg zu diesem Boss. Okay. Okay. Hilfe. Wo ist der Schwachpunkt? Wo ist der Schwachpunkt? Da ist der Schwachpunkt. Komm her. Einmal getroffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Wo ist mein Pfeil? Da ist man. Ah! Boah, das ist ja super cool. Oh Gott, ist das eine coole Mechanik. Dieses Spiel. Das ist ja mal mega cool. Und da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Jetzt kenne ich mich in der Pflanzenwelt nicht so aus. Wie nennen wir dich? Wir nennen dich mal Knospi. Versuch Nummer 2. Also erstmal einmal auf den Schwachpunkt schießen, um den Boss oder um den eigentlichen Schwachpunkt freizulegen und dann nochmal rein. Okay. Zack. Autsch. Okay. Noch nicht ganz verstanden, wann mich die Tentakeln treffen und wann nicht. Wahrscheinlich treffen die mich nur nicht, wenn die gerade die Position wechseln, also ganz hoch sind. Tentakel, es sind Ranken. Hier, Pflanze, Wald und nicht Cthulhu und Wasser. Autsch. Autsch, 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 autsch. Aber der Boss sieht machbar aus. Mach und schaffbar. Schmachbar, quasi. Klick. Guten Tag. Und so nicht. Okay, muss ich vielleicht warten, bis er... Das macht. Nicht daneben geschossen. Das war knapp. Autsch. Das war zu früh. Nummer 5. Denn jetzt kommen sie zurück, genau. Autsch, da hätte ich ausweichen müssen. Okay, aber das Muster ist immer gleich, habe ich das Gefühl. Das heißt, ich muss von unten mittig, wenn er saugt, treffen. Deswegen sollte ich versuchen, die Giftwolke irgendwie wegzulenken.
Und trotzdem am richtigen Zeitpunkt hier zu sein. Autsch. Peinliche Stille im Wald. Ah, da ist die Musik. Dachte schon, das Spiel. Ich wäre dem Spiel auch peinlich mittlerweile. Gift, 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 Gift. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Uah. Jawohl. Nein, nicht jawohl. Okay, der muss ich noch ausweichen. Das lief beim ersten Mal so gut. Jetzt haben wir wieder so eine Pechsträhne. Kein Abenteuer, sondern Blamage. Im YouTube 20 Minuten Videoformat ungefähr. Ist ja knapp. Okay, da ist die Giftwolke. Jetzt kommt die andere. Jetzt schieß! Ah, daneben. Schade. Ups, 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 das war ganz falsch. Ich bin irgendwie motorisch für dieses Spiel gehandicapt. Ich neige dazu, einen theoretisch perfekten Plan auszumalen und ihn dann vollkommen zu versauen und in Panik zu verfallen. So, aha, das sieht gut aus. Klack, jetzt geht's zurück. Das war doppelt doof. Ich finde es tatsächlich mit eines der frustrierendsten Spiele, die ich kenne, weil man nur diese eine Chance hat. Also ich meine, der Endboss hat ja auch nur eine Chance. Ah, Gift, weg vom Gift. Ah, war ich zu langsam? Okay, es gibt Ecken, wo er nicht rankommt. Das ist gut. Ich muss aber in die Mitte. Ich da einfach hier stehen. Habe ich blöd geschossen? Okay, Prinzip verstanden. Und wenn man weiß, dass hier die Ecken tabu sind für ihn, dann geht's eigentlich auch. Okay, da komme ich jetzt nicht dran. Okay, das scheint tatsächlich, das könnte der Trick sein. Ah, da war die Giftwolke. Okay, das macht es aber erheblich einfacher, wenn man weiß, ganz am Rand passiert einem nichts. Also so dieses eine Versuch ist tatsächlich schwer. Das frustriert auch, weil man dann die ganzen Laufwege wieder hat und alles. Und man halt perfekt, in Anführungszeichen, perfekt spielen muss. Also so bei anderen Genrevertretern, zum Beispiel Dark Souls oder so, ist es ja meistens so, in der Regel kannst du so 2, 3 Treffer einstecken, dann kannst du dich nochmal heilen, dann kannst du nochmal einen zusätzlichen Treffer einstecken. Ich meine, du musst auch länger gegen den Boss kämpfen und seine Lebensleiste runterkriegen, aber ich sag mal so, du hast mehr Spielraum für Fehler als hier. Macht das Ganze schon anspruchsvoll. Vielleicht sogar etwas anspruchsvoller. Na komm, 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 komm. Kacke.
Gift. Das war daneben. Rollen. Gift, Gift, Gift. Ah, bin ich doof gerollt. Okay. Okay, okay, okay. Aber wir sind hier noch, auch wenn wir schon bei Versuch Nummer 12 sind. Gott, geht das immer schnell. Weit von dem Frustlevel entfernt, was ich beim Yeti habe. Weil hier habe ich eine Idee. Ein paar Hinweise, noch ein bisschen das Gefühl. Ich könnte es sogar diese Folge vielleicht noch schaffen. Wohingegen beim Yeti jegliche Hoffnung verloren war. Man muss tatsächlich genau die Mitte treffen. Also so ein bisschen weiter links oder rechts, dann trifft man schon nicht mehr. So, jetzt haben wir dich rausziehen. Schnell drehen. Raus, 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 raus. Hey, warum hat das jetzt nicht... Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe mit dem Pfeil den Schwachpunkt getroffen. Da muss man den Pfeil wieder rausziehen und dann... hätte das Blatt von der Blüte doch runterkommen müssen. Das war doch beim ersten Mal so. Strange. Wirklich so richtig schlau bin ich jetzt nicht draus geworden. Hoch, damit die Giftwolke ein bisschen... Ja, 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 ja. Und man hat keine Filler. Irgendwie, man hat wenig Alternativen. So ein paar leichte Mobs einfach mal weghauen, damit man wieder was Selbstwertgefühl bekommt und nicht hier die ganze Zeit nur verhauen wird. Raus, 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 raus. So, jetzt haben wir es doch rausgezogen. Da kommt die große Giftwolke jetzt, aber... jetzt ist es wieder zu. Das ist ja frech. Okay, da müssen wir schneller sein. What? What? Man kann die Ranken abschießen? Das macht's ja so viel einfacher. Oh, nee. Okay, so lernt man immer mehr hinzu. Das macht's tatsächlich... obwohl, die ist auch nachgewachsen wieder. Aber so kann man sich vielleicht im Notfall eben schnell nochmal das Leben retten, wenn man die Ranke abschießt, bevor sie einen erwischt. Ja, da habe ich jetzt Blödsinn gemacht und nicht aufgepasst. Das war ich selbst schuld. Okay. Jetzt aber nochmal konzentrieren. Nochmal wirklich konzentrieren.
Jetzt muss man schnell sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Und da haben wir ihn. Hahaha. Doch noch ein Erfolgserlebnis. Ah, erwischt. Ein komplettes Gebiet geschafft. Geil. Wir machen ordentlich Fortschritt. Sehr cool. Was hast du davon, Blümchen? Don't mess with the Blümchenkiller. Jetzt ist die Frage. Doch, das interessiert mich jetzt. Ist vielleicht der letzte. Also hat diese Tafel hier noch was zu bedeuten? Wenn wir die jetzt beide getötet haben. Das scheint nicht so. Na gut. Das Waldgebiet abgeschlossen. Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, haben wir es wieder für eine Folge. Hat ziemlich gut geklappt im Endeffekt. Auch wenn es... Es gibt immer so... Es ist so... Das ist wie für eine Prüfung lernen. Man fängt an, ist noch voll motiviert und dann kommen so die Hindernisse und man muss richtig arbeiten und Rückschläge und dann versteht man Sachen nicht. Man muss sich über diesen Frustrationshügel kämpfen und wenn man da einmal über den Gipfel ist, dann läuft es. Und dann macht es auch plötzlich wieder Spaß. Deswegen, schaltet beim nächsten Mal gerne ein, wenn es weiter geht mit Titankloppe. Ihr wollt uns hören, ihr wollt uns sehen, ihr wollt uns fühlen. Halt, stopp. Ihr könnt uns hier sehen und hören, aber fühlen, das geht noch nicht. Einfach auf eins der Videos klicken und Spaß haben.